Servus, ich bin der Insta Rotfuchs. Willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich dir mal zeigen, wie man aus dem Material hier, also aus Baumrinde, eine Messerscheide baut. Das ist wirklich kein Riesenaufwand. Eine Messerscheide muss nicht immer aus Leder oder sonst was bestehen. Es kann aus ganz günstigen Materialien wie eben diese Baumrinde hier sein. Die kannst du kostenlos ernten, wenn du Baum hast oder irgendwo sonst, wo ein umgefallener Baum oder was dergleichen ist. Und der Arbeitsaufwand, um so eine Messerscheide aus Baumrinde herzustellen, hält sich auch wirklich in Grenzen. Das Ganze kannst du, ich sage mal, in 10, 15 Minuten erledigen. Wenn du mich unterstützen möchtest, dass ich besseres Video-Equipment wie eine bessere Kamera oder bessere Tontechnik kaufen kann, dass die videotechnisch noch besser werden, kannst du gern eine Minispende tätigen bei Patreon. Das kannst du schon ab 1 Euro monatlich tun. Geh doch einfach auf http://support.der-rotfuchs.de. Natürlich freue ich mich auch, wenn du deine Werkzeuge oder sonstige Sachen, die du brauchst, einfach in einem Rotfuchs-Selbstversorger-Shop kaufst. Einfach auf www.der-rotfuchs.de oben auf Selbstversorger-Shop klicken. Da würdest du mich auch noch ein kleines bisschen unterstützen. Jetzt aber genug davon. Jetzt geht's los. Ich zeige dir, wie man aus Baumrinde eine Messerscheide bauen. Hier haben wir jetzt mein kleines Schnitzmesser. Das hier ist das Ausgangsmaterial, aus dem wir dann die Messerscheide aus Baumrinde bauen wollen. Das hier ist Rinde von der Kirsche. Am bekanntesten ist das Verfahren zum Messerscheidenbau oder Behälter oder was auch immer. Ja, da kannst du auch richtige Gürtel, Scheiden, also Messerscheiden für mit einer Gürtelschlaufe basteln. Am bekanntesten ist da die Birkenrinde. Ursprünglich kommt diese handwerkliche Art und Tradition aus den nordischen Ländern, aus Lappland, von den Lappen oder Samen. Die machen das schon seit Jahrhunderten. Die bauen da traditionell für ihre Puko-Messer und dergleichen, entweder aus Leder, Messerscheiden oder für solche kleine Handwerksmesser, die man nicht unbedingt am Gürtel trägt, sondern irgendwo in der Tasche oder in einer Werkzeugrolle hat, eben so Schneidschutz oder Messerscheiden aus Baumrinde, speziell Birkenrinde, wie gesagt, bei denen. Ja, Birken sind bei mir hier echt selten in meiner Ecke. Deswegen habe ich Kirschrinde. Wichtig dabei, achte bitte drauf, dass du den Baum nicht beschädigst. Also bei einer bei einer Birke kann man scheinbar die äußersten Rindeschicht auch ernten, ohne den Baum zu beschädigen. Da bitte ganz arg drauf achten. Scheinbar geht es bei der Kirsche auch. Ich habe das Ganze jetzt von einem umgestürzten Kirschbaum geerntet. Dem tut es nicht mehr weh, bei dem ist es egal. Der wäre jetzt zu Brennholz verarbeitet worden. Und du musst auch darauf achten, vor allem wenn du es zum lebenden Baum nimmst, dass du wirklich nur die äußerste Schicht nimmst. Siehst du hier an dem Stück ganz toll. Das ist wirklich die äußerste Schicht der Rinde. Das ist wie so ein, also gerade bei der Birke auch, das ist wie Papier. Das ist wirklich sehr, sehr biegsam, wie du siehst. Ja, das ist auch wichtig, weil ansonsten funktioniert das Ganze natürlich nicht. Und zuallererst nehmen wir dann mal das Stück unserer Wahl. Hier ist jetzt ein Astloch. Ist von außen gar nicht so richtig gesehen. Von innen sieht man es jetzt. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier einen geraden Schnitt in den rechten Winkel hinkriege und dann werde ich da einen Streifen von schneiden. So, als allerersten Arbeitsgang habe ich jetzt hier oben einmal die Kante hier begradigt und einen in den rechten Winkel zu dem hier gebracht. Muss nicht 100% rechtwinklig und gerad sein, aber doch annähernd, dass man es nachher einfacher hat zum Arbeiten. Jetzt messe ich einmal aus, wie groß meine Klinge ist, also ich dann weiß, wie groß ich meine Rindenstücke schneiden muss. Die Klinge ist 6 cm lang, ja, 6,1. Heißt, ich werde die Scheide hier so ungefähr 6,5 cm lang machen. Und breit ist das Ganze an der dicksten Stelle etwas mehr wie 1,5 cm. Was natürlich ein bisschen Luft an beiden Seiten lassen, dass das Ganze dann auch noch vernünftig reinpasst.
Soll natürlich satt anliegen, aber reinpassen muss es natürlich. Es empfiehlt sich dann also auf das Maß jeweils immer so 2 bis 3 mm drauf zu geben. Dann hast du ungefähr dein Maß von deinem Rindenstück, das du schneiden musst. Im Idealfall nimmst du dann die Länge von deiner Klinge plus ein bisschen Puffer, wie gesagt, 2, 3, 4 mm mal 4. Ja, im Idealfall deswegen, ja, natürlich nur, wenn deine Rinde lang genug ist. Meine ist es jetzt leider nicht, habe ich gerade festgestellt. Es wird jetzt auch so funktionieren müssen. Sie ist gerade noch lang genug. Du wirst dann auch gleich sehen, warum das Ganze viermal so lang sein soll, denn du schlägst es viermal ein. Dass du im Prinzip pro Seite nachher zwei Schichten, zwei Lagen hast, dass du dadurch dann die andere Rinnenstreifen durchflechten kannst. Bei mir ist es noch lang genug, dass ich gerade noch so durchflechten kann. Das zeige ich dir jetzt, wie das geht. Und dann wirst du dann auch erkennen, warum das normalerweise so viermal lang sein muss. Ich habe jetzt meine Breite von meinem Streifen hier eingemessen. Da kannst du jetzt entweder das Ganze mit einer Schere schneiden oder einfach hier jetzt ein Lineal ansetzen. Und mit dem Messer schneiden. Zusätzlich zu dem großen Streifen oder zu dem Hauptstreifen brauchen wir dann noch mindestens einen weiteren Streifen, den wir uns hier jetzt zuschneiden. Der erste Streifen war quasi der Korpus, die Scheide. Der nächste Streifen ist dann das, was geflochten wird. Hiermit tun wir dann flechten. So, bei dem Hauptstreifen, den nimmst du dir dann nämlich einmal der Länge nach auf die Hälfte gefaltet. Und wenn er viermal so lang ist, faltest du jetzt einfach die beiden Enden auch nochmal wieder auf die Hälfte runter. Dann hast du hier normalerweise genau die Länge, was deine Messerscheide hat. Wie gesagt, bei mir geht es nicht ganz genau auf. Ich muss es kurz nachmessen und das dann aber entsprechend runterfalten. Hier habe ich jetzt mein Maß. Genau hier an der Kante falte ich jetzt die Rinde auch wieder Richtung Mitte. Selbstverständlich von beiden Seiten. Siehst, die Rinde ist noch relativ frisch geerntet, die ist noch leicht feucht, da lässt sie sich noch gut und einfach falten, ohne dass sie reißt. Einmal kurz, das ist jetzt quasi der Körper von der Messerscheide.
Siehst, bei mir geht es nur bis hier anstatt bis ganz runter, aber es funktioniert trotzdem, wie gesagt. Und hier durch die einzelnen Schichten wird dann jetzt gleich der andere Streifen durchgefaltet. So, für den Anfang schneiden wir den Flechtstreifen schräg an. Setzen wir den hier ein. Schlagen den einmal hier rum. Das Ganze ein bisschen ausrichten, dass es dann passt. Und dann hier nämlich wieder über die Kante drüber. Und flechten jetzt im Prinzip abwechselnd links, rechts immer die Außenseite, Innenseite. Also das heißt, wir haben in der Innenseite begonnen, haben einmal umgeschlagen, sind dann hier auf der Außenseite entlang. Dann hier auch wieder auf der Außenseite. Jetzt geht es auf die Innenseite. Und das ist nämlich jetzt der Clou, warum wir es hier doppelt brauchen. Hier gehen wir nämlich jetzt zwischen den zwei Lagen durch. Schieben es wieder hin, wenn wir es brauchen. Immer ausrichten, dass es beieinander läuft. Drehen das Ganze wieder um. Hier gehen wir jetzt auch wieder auf der Innenseite durch. Also immer Außenseite, Außenseite, Innenseite, Innenseite. So, hier durch das Ganze ein bisschen festziehen von unten hoch, ein bisschen nachschieben. Ein bisschen nachschieben und festziehen. Das Ganze soll ja schließlich dann auch halten. Dann sind wir schon oben angelangt. Das Stück muss jetzt im Prinzip wieder hier rein. Da geht es jetzt leider nicht 100% auf mit dem Abwechselnden. Aber es muss ja schließlich halten. Deswegen kommt es da rein und schon haben wir eine Messerscheide. Also du siehst, die hält auch, die fällt nicht ab. Die bleibt schön dran. Aus ganz einfachen Mitteln ganz schnell eine Messerscheide aus Baumrinde gebaut. Man kann es dann einfach wieder raus, das Messer verwenden. Siehst, hier oben kannst du nur hier rein, vorsichtig reinschieben. Einfach darauf achten, dass du hier unten nicht schneidest. Und schon ist das ganze Messer gut verstaut. Kannst es irgendwo aufbewahren, ohne dass du dich schneidest. Fertig ist. Das Ganze hier trocknet, die Rinde wird sich noch ein bisschen zusammenziehen, das hält dann mit der Zeit auch besser und passt genauer. Ich lass das Messer einfach drin stecken, wenn du eine rostfreie eine Carbonstahl-Messerklinge hast, wie ich hier, also kein rostfreier Stahl, und das ist noch sehr feucht, dass dir nicht die ganze Klinge verrostet, empfehle ich dir einfach, sprühe die Klinge, reibst du einmal mit Ballistolöl ein. Man kann das Ganze hier reinschieben, man kann es liegen lassen, lass es eine Woche liegen, das reicht dann schon, da hat es schon genug Feuchtigkeit verloren, dass es schön passt. Und dann kannst du mir es immer normal verwenden. Wenn du dir auf Nummer sicher gehen willst, tu es immer wieder. Für die nächsten, weiß ich, 2, 3 Wochen, wenn du das Messer reinschiebst, kurz vorher mit Ballistol einreiben und dann passt, dann passiert auch der Klinge nichts, dann ist die auch ein bisschen vor Korrosion geschützt durch die Feuchtigkeit von der Baumrinde und dann passiert da auch nichts. Danke, dass du beim heutigen Video wieder dabei warst.
weißt jetzt, wie du aus, eine Messerscheide aus Baumrinde bauen kannst. Noch ein paar Punkte zum Schluss. Erstens, bitte gib dem Video doch einen Daumen hoch. Zweitens, bei Fragen und sonstiges, nutze die Kommentarfunktion. Drittens, teile das Video bitte mit drei deinen besten Freunden. Viertens, wenn du mich unterstützen möchtest, geh auf supporter.der-rotfuchs.de. Dort kannst du, wie gesagt, eine Minispende tätigen, dass ich bessere Ausrüstung kaufen kann. Oder geh auch vor allem auf www.der-rotfuchs.de, trag dich dort vor allem in mein Newsletter ein, damit du nichts mehr verpasst zum Thema Selbstversorgung, Handwerk, Bushcraft und Outdoor. Ansonsten solltest du auf jeden Fall noch hier klicken, um meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Hier habe ich noch ein weiteres Video für dich reingepackt, um dir schönen Mehrwert zu liefern. Jetzt möchte ich deine Zeit nicht mehr weiter in Anspruch nehmen, denn wie immer hast du als Selbstversorger noch einen Haufen Arbeit zu tun. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video.